Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Cyberia mit eurem Gabrosaru. In der letzten Folge haben wir Oscar kennengelernt, haben ein komisches Milchfass irgendwo hintransportieren lassen, sodass vermutlich jetzt überhaupt erst irgendetwas in Gang gesetzt werden kann. Wenn wir direkt hier sind, werden wir dann mal jetzt schauen, wie es weitergeht, weil wir müssen ja die Füße von Oscar irgendwie herstellen. Dann, ich glaube, die Loch... Ach, wieso rennst du denn nicht, Kate? Warum du nix rennen? Du dumm oder was? Oder vielleicht Fußprobleme? Könnte sein. Möglicherweise. Okay, dann da die Lochkarte hineinschubsen. Wo ist sie denn? Da ist die Karte von... So. Das funktioniert wohl nicht. Warum nicht? Soll ich jetzt... Das funktioniert. Ich werde jetzt einfach jede Farbe ausprobieren. Nein. Das funktioniert. Warum denn nicht? Das funktioniert. Ah. Das funktioniert. Ich glaube, vorher war da aber auch kein Stab drin. Das funktioniert. Ich glaube, ich habe alle Farben durch. Mist! Das funktioniert. Ja, habe ich mir schon... Wahrscheinlich müssen... Es müssen wohl alle an sein. Jetzt ist das... Ja, scheiße. Jetzt ist es einfach nur doof. Na gut, wir schauen mal eine Etage tiefer, weil da gab es noch einen Raum. Ich muss nochmal genau gucken, was man da machen kann. Ich könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, dass wir... alles an Strom angemacht haben müssen, sonst können wir nicht die Füße von Oscar produzieren, herstellen. So, ein kleiner Schluck Kaffee. Ach, erhöht immer ein wenig das Gemüt. Und hier am Ende... Genau, hier müssten dann, glaube ich, die Füße lagern. Ich frage mich, was in diesem Bottich war. Ob da überhaupt was in diesem Bottich war. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das nämlich wiederholen können. Deswegen schauen wir doch mal. Also hier fängt vermutlich alles an. Und wir müssen ihm ja auch noch... Da muss ja auch irgendein Material hingelegt werden, welches dann das Montageband verarbeitet. Aber was war hier noch mal? Stimmt, was war das? Das geht natürlich nicht. Das funktioniert. Ja, das funktioniert wohl nicht. Da unten ist der Schlüssel. Ha. Brauchen wir noch hier Papier und Bleistift, beziehungsweise noch das Bild von einem Mammut. Das Band geht doch da weiter. Ich schau mal, ob da nicht doch noch irgendwo ein Bild ist. Also ein Ort ist ein Bild. Das ist wieder dasselbe. Das Ding kann ich noch nicht bewegen. Da ist noch der Schlüssel. Da kann ich nochmal dran ziehen. Dann machen wir das einfach nochmal. Und... Okay. Okay, draußen ist so ein Wasserrad. Und jetzt kann ich das Ding benutzen, um irgendwas auf... Kann ich dann... Kann ich da jetzt einfach wieder dran ziehen? Also draußen ist so ein Wasserrad. Das Wasser... Ist nicht mehr nötig. Ja, okay, gut. Das Wasserrad wird draußen angetrieben. Deswegen geht das Ding nach unten. Da habe ich alles reingestöpselt. Das sieht bis jetzt schon mal ganz... Es sieht so aus, als ob es sinnvoll wäre. Wow, jetzt ist das Ganze hier etwas lauter. Ich könnte mir jetzt aber gut vorstellen, dass wir... Vielleicht sind jetzt alle Stromdinger an?
Das kann natürlich sein. Wir schauen mal. Wir werfen mal einen kleinen Blick und gucken, ob jetzt alles an Strom an ist. Genau, stimmt, weil wir jetzt haben wir das Wasserrad. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt fertig ist. Bitte, bitte lass es, lass alles gelb leuchten. Ja, lass dir ruhig Zeit, Kate. Lass dir ruhig Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Und? Und? Naja, zumindest. Ja, gut. Es war also nur, es hat nur ein gewisser Druck gefehlt, den ich jetzt beschaffen habe. Und jetzt hoffentlich können wir die Füße von Oscar ohne Probleme herstellen. Ach, aus Holz stellen wir die Füße her. Und das läuft alles rein mechanisch ab. Da liegen Füße. Ja, cool, geschafft. Wir haben Oscars Füße. Wir haben Oscars Füße. Willst du mal an meinen Füßen riechen? Willst du mal an meinen Füßen riechen? Ja, 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 die stinken. Ja, 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 die stinken. Ach, Mensch. So ein paar neue Füße hätte ich auch gerne. Wirklich. Nee, 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 dahin. Dahin, dann dahin. Da hinten in die eine Ecke musste ich ja nur wegen diesen komischen Milchkännchen. Obwohl, da muss ich da jetzt gleich sowieso hin. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht das letzte sein wird, was wir hier in dieser Manufaktur hergestellt haben. Das einzig Gute ist, dass uns Oscar... Nee, Moment. Ja, ich bin richtig. Ja, ja, ich bin richtig, weil da hinten war ja die Tür mit Oscar, 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 Oscar. Okay, bis jetzt ist noch alles gut. So, einmal ein paar Holzbeine, bitte. Express Service. Hier, Ihre Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Es ist Ihnen gelungen, zweimal das Modell XZ2005-B herzustellen, Kate Walker. Gerade hattest du schon die Füße an, das habe ich genau gesehen. Aber es ist völlig in Ordnung. Obwohl du als Automat hättest auch ohne Probleme ohne Füße laufen können. Ich glaube, ich habe ein Lächeln gesehen. Ich glaube, ich habe das Ding lächeln. Kate ja. Walker? Sie stehen Ihnen ausgezeichnet. Sehr freundlich von Ihnen, Kate Walker. Doch jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Auf Wiedersehen, Oscar. Aber wir werden dich garantiert nochmal wiedersehen, Oscar. Das Gute ist, dass wir jetzt mal jemanden haben, mit dem wir ein bisschen quatschen können. Weil bis jetzt war es ja nur der Rezeptionist, mit dem wir ein bisschen reden konnten. Und ein bisschen Momo. Oh, stimmt. Momo brauchen wir ja auch noch. Dieses blöde Bild eines blöden Mammuts. Wo auch immer ich dieses Bild eines Mammuts herbekommen soll. Ich bleibe ja immer noch bei der Idee, dass wir irgendwas machen müssen. Ich glaube, wir sollen irgendetwas machen. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Lok, um herauszufinden, was denn Oscar da ganz gerne, also was er vorhat. Oh, da ist nämlich das Wasserrad, welches wir nämlich jetzt runtergelassen haben. Ja, cool.
Und das fand ich auch damals schon, also vor Ewigkeiten. Das fand ich da schon ganz cool, dass mit dieser ganzen Mechanik, dass sich dann ein bisschen die Welt verändert. Das zeichnet nun einmal Valadilen aus. Diese starren Bäume, obwohl anscheinend Wind da ist. Aber es ist auch sowas von Schnuppe. So, dann schauen wir doch mal, wo sich Oscar befindet. Vor allem, da kann der Zug gar nicht lang. Das sieht da hinten nämlich ziemlich abgeschottet aus. Ist die... Kann ich einfach da in die... Ist das Tür? Ja, kann ich da rein? Dahin muss ich nicht. Du... Böse, böse Frau. Immer erst hinlaufen und dann sagen, oh nein, irgendwie habe ich keine Lust dahin. Dahin muss ich nicht. Da ist noch dieser komische Putzteufel. Alles klar. Hallo, Oscar. Ach, hallo, Oscar. Habe ich ja gesagt. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker. Auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ich? Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Wenn Sie das sagen? Ich glaube, wir reden nochmal über dasselbe, aber ich probiere es. Dieser Zug ist ganz wunderbar. Ich werde mich hier wie eine Prinzessin fühlen. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt, Kate Walker. Der Zug wurde in der Tat so konzipiert, die Reise möglichst angenehm zu machen. Vielleicht nochmal Automat? Sind Sie der einzige Automat in diesem Zug, Oscar? Seien Sie unbesorgt. Ich wurde dafür konzipiert, nicht nur alle technischen Aspekte, sondern auch den Komfort der Fahrgäste umfassend zu garantieren. So war es nicht gemeint, Oscar. Ich habe keinerlei Zweifel an Ihren Kompetenzen. Arme Frau Vorarlberg. Sie wäre sicher gern bei dieser Reise dabei gewesen. Dieser Zug erwartete nur einen Fahrgast, Kate Walker. Dann ist es fast so, als würde ich an Ihrer Stelle reisen. So, was gibt's denn hier noch? Oscar, könnten Sie mich nicht einfach Kate nennen? Ich finde das sehr viel netter. Schließlich haben wir gemeinsam eine weite Reise vor uns. Ich bedauere sehr, Kate Walker, aber ich habe Sie unter diesem Namen registriert und kann die Daten nicht ändern. Meine Funktion verbietet mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker. Zwischen Vertraulichkeit und freundlichem Umgang besteht ein gewisser Unterschied, Oscar. Aber ist egal. Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oscar. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was? Was meinen Sie damit? Kate Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Nun gut. Und wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. Natürlich. Dann gehen wir da sofort hin. Ach, nein. Bitte sag nicht, dass er... Nein, echt jetzt? Ist er wirklich der Schalterbeamte? Nein. Also er ist nicht nur der... Doch, ist er. Eine kleine... Multiple Persönlichkeit hat der nette Oscar, würde ich behaupten. Sie? Sie wünschen, bitte? Aber Oscar, ich bin es doch. Kate Walker. In der Tat, ihr Name ist Kate Walker. Wie geil. Sie wünschen Kate Walker? Ist gut. Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Na eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte also, um wegzufahren. Was ist das denn für eine riesige Fahrkarte? Fahrkarte mit der mechanischen Eisenbahn. Abfahrt von Valadilen. Diese Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person, die Befugnisse im Bereich der mechanischen Eisenbahn hat,
vorgezeigt werden. Ich wage zu bezweifeln, dass das die richtige Fahrkarte ist. Das Notariatsbüro Alfolter. Genehmigung über die Gesamtheit oder einen Teil des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einer Erbmasse zu verfügen. Erbschaft Vorarlberg. Beschreibung des Objekts. Eine Lokomotive mit mechanischem Antrieb, Waggon und sonstigen Elementen sowie dem Lokführer. Das vorliegende Dokument, das den Stempel der zum Stempeln befugten Instanz aufweisen muss, ermöglicht dem Träger dieses Dokuments frei über die oben genannten Objekte zu verfügen. Bitte, verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valladolid. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung! Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Ach, wie cool doch der Oscar ist. Naja, wenn es sein Job ist, ist es nun mal sein Job. Ich weiß, ganz häufig ist es ja bei den Spielen immer so, dass erst eine Handlung abgeschlossen werden muss, damit die Kate, also ich glaube, ich hab natürlich jetzt schon das im Kopf, dass dieses Dokument, diese Abfahrerlaubnis, dass ich die von in diesem Notariatsbüro auch stempeln lasse. Das weiß ich jetzt schon. Es kann aber gut sein, dass wenn ich jetzt direkt in das Büro hinlaufe und weil ich ja auch hier keine Schnellreisefunktion habe, dass mir dann kurz und knapp gesagt wird, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Deswegen gehe ich jetzt erst in den Zug, höre mir das Gequatsche an, erstmal mit dem Ticket, genau, und jetzt werde ich auch noch angerufen. Warum denn das, bitteschön? Kate, ich bin schon wieder. Ach, der total gefühlskalte Papa. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Marson & Lormond angerufen. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche wiederkommst. Nun ja. Und? Wann gedenkst du zurückzukommen? Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt doch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Dan. Kate. Ich habe ja ganze Zeit gesagt, dass es der Vater sei. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ich habe ja gar nicht mit dem Vater gesprochen. Das war Dan. Das war mein Freund, mein fester Freund, vielleicht sogar mein Ehemann. Ach, wie lustig. Das war doof. Es ist Dan, ja? Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Ich finde den Oscar super. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Okay, dann suche ich halt... Ich habe... Ja, das habe ich mir jetzt gar nicht genau angehört. Dann wollen wir doch erstmal meine Zugfahrkarte dem netten Oscar geben. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Und warum wollen Sie meine Fahrkarte nicht? Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt erfüllt. Ich muss die Abfahrerlaubnis genehmigen lassen. Was können Sie pingelig sein, mein lieber Oscar? Ja, so ist der Oscar, so ist er. Unser kleiner Freund und Kupferstecher. So, jetzt wissen wir nämlich auch als Kate Walker, dass wir die Abfahrerlaubnis abstempeln lassen müssen. Und wieder mit einem Blick auf die Uhr bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Cyberia mit eurem Gabor Asaro. Und ich glaube auch das natürlich noch nicht, weil warum sollte der Zug nämlich, warum sollten wir schon losfahren? Weil wir brauchen ja noch Informationen darüber, wo wir hinfahren sollen vermutlich, weil wir wissen ja immer noch, wir wissen zwar, dass Hans in Sibirien irgendwo unterwegs ist. Und das war's. Dann, um die Informationen zu bekommen,
müssen wir Momo auch noch ein Bild von einem Mammut zeichnen. Und auch da gehe ich ganz stark davon aus, dass das erst der Fall sein wird, wenn wir irgendwie in die Höhle gekommen sind. Und ich weiß auch wirklich nicht, wo die Höhle sein könnte. Ah doch, ich habe schon eine Idee. Und zwar nämlich ganz am Ende dieser Straße. Ziemlich sicher sogar. Ganz am Ende dieser Straße wird bestimmt die Höhle sein. So, jetzt haben wir es doch. Mal gucken, wie wir in der nächsten Folge in die Höhle kommen. Und jetzt holen wir uns erstmal die Abfahrerlaubnis. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage dann bis dahin auf Wiedersehen und ciao.